Ja, das ist also das sogenannte Gleichsetzungsverfahren. Wollen wir uns das nochmal genau angucken? Ich habe also eine Waage 1. Dies ist ein Gleichgewicht mit y gleich 2x plus 1 und eine zweite Gleichung mit y gleich 1x plus 4. Ich setze jetzt die rechte Seite der ersten mit der rechten Seite der zweiten Waage gleich. Dieses kann man genauso gut natürlich machen, wenn ich zum Beispiel eine andere Gleichung habe, in der es nicht ein y gefragt ist, sondern ich habe zum Beispiel zwei y's. Und die stehen eben in einem bestimmten Gleichgewicht. Ein neues Beispiel. Jetzt habe ich also auf der linken Seite jeweils zwei solche Schachteln. Also diese Menge teilt sich hier auf die zwei Ys auf. Wir würden das jetzt so aufschreiben, dass wir sagen, wir haben also jetzt zwei, und das ist der Unterschied eben zu den geraden Gleichungen, wir machen sie eben allgemeiner. 2y entsprechen jetzt 3x plus 2. 2y in der zweiten Gleichung, das ist gewissermaßen unsere erste Gleichung. Die zweite Gleichung ist diese hier. Entspricht eben 2x plus 4. Gut, ich weiß, diese 2y, die entsprechen sowohl dieser Wagenseite als auch dieser Wagenseite. Das heißt, ich kann jetzt in der Tat diese Seite hier einsetzen, ersetzen. Also beide Gleichungen gleichsetzen, sagt man dazu. Das heißt, ich schiebe also diese Gewichte alle hier rüber, anstatt diesen beiden Ys. Und wenn wir das mal machen, dann haben wir hier also 3x plus 2 ist gleich 2x plus 4. So, minus 2x und außerdem noch minus 2 aus einem Aufwasch. Das heißt, hier bleibt noch ein x stehen, ist das gleiche wie 2. Tatsächlich. Also, wenn ich jetzt für das x hier 2 einsetze, habe ich insgesamt 2, 4, 6, 8. Und hier setze ich auch 2 ein. 2, 2. Dann habe ich hier also 2, 4, 6, 8. Also, wenn ich für das x 2 einsetze, 2 Kilogramm, liegen auf beiden Seiten 8 Kilogramm. Und das ist das sogenannte Gleichsetzungsverfahren.